dass der Herr Gruber einfach uns auch nicht gehört hat und auch generell haben sie einfach alle weggeschaut und haben uns Jugendliche nicht gehört. Darum ist so zu dem ganzen Ding Ausbruch gekommen, dass es so passiert ist. Also bei uns war noch nie die Rede von einer sexuellen Belästigung. Bei uns ist es nur dadurch gegangen, dass es uns angegangen ist, dass der Jugendbetreuer auch schon generell auch, wie soll ich sagen, so Bemerkungen gemacht hat, weil einfach auch nicht fein waren für uns Jugendliche. Zum Beispiel bei einem Graffiti-Workshop, bei einer Kollegin ist er zugekommen und bei der Hand so auf und ab gegrieben. Und sie war gerade erst mal 12 und er war so unangenehm und auch generell auch blöde Sprüche ablösen wie: Du bist meine Prinzessin und so. Und sie hat gesagt, sie ist keine Prinzessin, sie mag es nicht, wenn man zu einer Prinzessin sagt. Und ja. Es ist eigentlich immer das Gleiche gewesen, dass er auch blöde Anmerkungen gemacht hat. Dann auch generell, auch was, wie er mit uns umgegangen ist. Er hat uns als asozial beleidigt und ich meine, er ist gerade selber neu dazugekommen und hat gerade auch nicht, er kann nicht viel über uns sagen, weil er uns erst einmal richtig kennt hat und gleich beurteilt hat und ja. Öfters haben Herrn Erich Gruber geschrieben, aber er hat immer uns weiter zur Frau Nicole Beck weitergeleitet als Leiterin vor einem Vorderland, als Jugend, also für offene Jugendarbeit. Und sie hat aber dann auch hat sich einfach nichts daran geändert. Darum schlussendlich ist es dazu gekommen, dass das zur Staatsanwaltschaft gekommen ist, von der Bürgermeisterin so. Es hat nicht zur Staatsanwaltschaft gekommen, man hat es so untereinander klären können. Man hat einfach mal uns ab, also man hat uns fragen sollen, was da genau los ist. Und ich finde es einfach richtig, also da sind viele Menschen, die in dem Beruf tätig sind, einfach falsch. Ja, das ist jetzt das Ergebnis, wenn man die Jugend nicht hören will. Wir haben also, die Jugend ist auf uns zugekommen, wir haben einige Male versucht, über die Leitung des Vorderlandhauses, dass auch die Leitung das Gespräch mit den Jugendlichen sucht. Da waren wir leider nicht erfolgreich. Es hat sich dann weiterentwickelt, dass sich die Jugend immer mehr und mehr benachteiligt gefühlt hat, dass Jugendbetreuer auf die Bedürfnisse der Jugendlichen nicht eingegangen sind. In mehreren Gesprächen mit den Verantwortlichen, die uns immer wieder eine Verbesserung zugesagt haben, hat sich aber nicht so ergeben, nach unseren Wünschen ergeben. Nachdem das mehrere Jugendbetreuer sich über die Situation beschwert haben, war das Ergebnis, dass Bürgermeister die Staatsanwaltschaft eingeschaltet haben. Und jetzt ist die Staatsanwaltschaft am Drücker bzw. an der Arbeit. Für mich ist es sehr enttäuschend, weil eigentlich solche Probleme unter den Betroffenen gelöst werden sollen und nicht über andere Institutionen.